jetzt geht's weiter mit der nächsten Quest, eine weitere Hauptquest, das Gesicht der Echse. Das heißt. Aber viele Dings, ja. So, weiter geht's mit unserer Mission. Speichermoment? Ah ja. Wie damals in Siva? Gerne. Nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Darf ich mein eigenes Pferd nehmen? Friss meinen Staub. Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie. Ich bin sowieso schneller als du, hoffe ich zumindest. Du bist langsamer als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Ich bin trotzdem vor dir. Das hältst du nicht lange durch. Wollen wir wetten? Oh, bitte nicht. Schneller, mein Pferd, schneller. Ich habe etwas zu beweisen. Ich will den nicht haben. Gib mir die auf den Sack. Oh, Gott sei Dank, jetzt habe ich dich gesehen. Ich glaube, der vom Level her ist ja langsamer. Ah, wir haben alle unsere Schwächen. Ja, und deine ist mit Anstand zu gewinnen. Mhm. Was hat das zu bedeuten? Die Königin wird reden. Hören wir ihr zu. So, der haut mal jetzt gerade ab, das ist auch gut so. Welche Level hatten der überhaupt, wenn ich den jetzt mal angreife, der Fremde ist? Das ist mal Level 28. Das ist Level noch runter. Also nicht. Ist ja doch nicht unsere Krankweite. Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Aber wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Meine Königin. Ist der Apisstier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen. Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Hetepi. Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Hetepi für mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das. Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Warte. Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. So, die Echse, Hetepi. So, wir sollen... Ah, wir sollen Hetepi töten. Das Gesicht der Echse, alles klar. Das ist der gute Gegner. Und dann ist es halt so.
Ich kletter mal hier gerade rüber. Boah, das sind einige Punkte, ne? Hete wieder den blauen Schale Tusechen. Ich befinde mich im großen Tempel des Ptah und er ist einer der fünf Priester, die eine Anubis-Maske tragen. Lass mich raten, wie viele Punkte sind es insgesamt? Fünfe? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es sind 5 Dinger. Okay. Das war natürlich nicht clever. Die Frage ist... Des Anubis. Wie viele Priester braucht eine Stadt? So. Es sind insgesamt einige Gegner hier. Aber ich glaube, das sind einige unter anderem Gegner, die schon so ein bisschen... Das ist eine gute Frage, ob das hier Tippi ist. So. Ja. Ich glaube, ja. Das müsste die Tippi sein. Ja, hustet nämlich. Werden wir uns erstmal den Kollegen holen, der da so ein bisschen um und her hustet. Wenn wir Glück haben, ist es genau der. So. Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass ich weiß, wer das ist. Ist natürlich jetzt irgendwo unten drin. Oder was? Versenkt. Sei du hustet und verrat sie ihn verraten. Die Echse. Der Priester, der Memphis verflucht hat. Ich diene nur dem alten Ägypten. Es fordert einen hohen Preis. Unschuldige. Verstümmelt. Kinder aus dem Leib gerissen. Der Name des Hohepriesters missbraucht. Sein Name war schon beschmutzt, bevor du kamst. Die Massen sind die Herden der Götter, getrieben von der Peitsche des Hirten. Du bist einer von ihnen, Bayek. Du bist ein Rind! Mich treibt nur der Wille an. Nicht Furcht. Oh ja. Und wer schwingt die Peitsche hinter deinem Rücken? Wer verlangt, dass du deinen Ka mit meinem Tod befleckst?
Ich habe meine Götter. Triff du die deinen. Durch deinen Tod wird der Fluch über Memphis gebrochen. Ich informiere die anderen. Hau ab! Alter! Mir nicht auf den Senkel. Emma. Das ist nicht wahr, ey. Wie viel sind das jetzt? Muss ich mich hier durch jetzt schnitzeln hier oder was? Ich muss weg. Mir ist es gerade zu viel. Ich muss mal hier raus aus der Nummer. Sind da jetzt? Ich will hier raus! Ja. Irgendwie backt das gerade das Boot ein bisschen rum. Oh, ja, why not? So, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz zur Shell zu Pascherenta. Dem Bericht, dass die Hexe tot ist. Hier befindet sich im Apries. Palast. Ja, dann haben wir's. Dann haben wir die Hexe. Oh, warte mal. Wo muss ich denn jetzt da hin? Warte mal, ich muss hier irgendwo in den Palast rein. So, da sind wir. Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Herr Teppi. Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben? Memphis gehört wieder euch. Uns. Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Ja, wir haben es jedenfalls geschafft.
Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Ich trinke dein Wasser. Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. Ja, und damit haben wir das Gesicht der Echse offenbart und die Echse eliminiert. Und ein weiterer Fähigkeitspunkt. Wir sind nämlich jetzt Level 28 und könnten damit rein theoretisch auch mit schon den nächsten Felaki Tai machen. Und zwar der Fremde, der nämlich hier so ein bisschen rumgeistert und Memphis terrorisiert. So. Die Schuppen des Krokodils. Ja, wir haben einige Sachen noch offen. Also wir haben noch die Geheimnisse der ersten Pyramide. Wir haben insgesamt 4 Quests noch. Also ich nehme die Nebenquests, die sowieso zu hoch sind für uns raus. Eliminiere die Felakis. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt 3 oder 4 haben wir mittlerweile weg. So, gut, dann gucken wir mal gerade eben kurz wegen der Fähigkeit, weil wir haben ja 2 weitere Fähigkeiten, jetzt haben wir 2 Fähigkeitspunkte. Was haben wir denn hier Schönes? Unter dem Ladentisch. Ich kann Ausrüstung auf seltener Qualität in Geschäften kaufen. Oh, auch das ist nicht schlecht hier. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich nehme die Herstellungsmaterialien. So kann ich zumindest Herstellungsmaterialien kaufen. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Die Frage ist, wie viel haben wir denn jetzt überhaupt mittlerweile? Wir haben jetzt noch das Krokodil. Und dann hätten wir zumindest die... Ja, dann hätten wir zumindest die Aufgabe schon fast... Dann haben wir, glaube ich, fast schon wieder nur noch weniger. Ich guck mal gerade noch wegen der Ausrüstung hier. War das nichts Wichtiges dabei? Überhaupt nicht. Wir behalten zumindest unsere legendäre Ausrüstung mittlerweile. Die wollen wir noch haben. Und dann ist für mich heute hier Feierabend. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Dann bei Assassin's Creed Origins. Tschüss.